Ihr habt keine Lust, so viel Unterhalt zu zahlen für die Fahrzeuge? Dann ist das euer Mod. Der lässt euch eure Fahrzeuge reparieren, wie in einer echten Werkstatt. Also, wie funktioniert das? Man geht zum Fahrzeug und kann es reparieren. Das ist je nachdem, wie viele Stunden das schon in Betrieb war. Zum Beispiel, der hier ist 5,2 Betriebsstunden hat er schon. Kostet die Reparatur 424. Jetzt mal ein anderes Fahrzeug nehmen, was schon etwas länger in Betrieb ist. Zum Beispiel, der hat 35, der kostet dementsprechend ein bisschen mehr. Ja, was bringt das? Ganz einfach, wir haben ja Kosten, die man ja zu tragen hat. Zum Beispiel hier der Pickup, den wollte ich mal haben. Der kostet uns ja im Monat, an dem wollte ich jetzt testen, am Tag kostet der uns ja Geld. Das sieht man ja auch hier in der Garage, sehen wir ja, unser Dings kostet 29,88 Euro pro Tag. Der 97 Tage und 5,2 Stunden schon im Betrieb. So, wenn man jetzt den repariert. Auch der Verkaufswert wird gesteigert. Jetzt können wir mal gucken, der Verkaufswert wäre also 29 und der Verkaufspreis wäre 10.000. Wenn man den jetzt repariert, mit R, Wagen wurde repariert und dann nochmal in die Garage schaut, müsste sich was geändert haben. Zwar, wir haben nur noch 23 Euro am Tag und der Verkaufswert ist auf 12.000 gestiegen. Also, man macht eigentlich damit Gewinn, wenn man es so nimmt. Wir haben 400 Euro investiert, haben aber 3.000 Euro noch zusätzlich bekommen. Ich glaube, 9.000 war es vorher, jetzt sind es 12.000. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht gerade, habe ich schon wieder vergessen. Aber Wertsteigerung und am Tag kostet er uns weniger. Könnt ihr jetzt mal wirklich da beim Lisa-Test testen? Der kostet uns ja. Da können wir jetzt zweimal reparieren, das ist ja auch interessant. Wahrscheinlich einmal das Schneidwerk, genau, und einmal den selbst. Okay, den selbst, der kostet 18.000. Der kostet uns am Tag jetzt 2.000 und der Verkaufswert von 24.000. Wenn wir jetzt reparieren, kostet der uns am Tag nur noch 700 am Tag und einen Verkaufswert von 86.000 auf einmal. Also, da haben wir eine enorme Wertsteigerung. Von 20.000 auf 80.000 hoch und haben nur, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt investiert haben, 18.000 haben wir investiert. Also, das zahlt sich auf alle Fälle aus, wenn man die Sachen repariert. Das ist enorme Werksteigerung und auch die laufenden Kosten werden dadurch weniger. Da muss man sich halt wirklich, wenn man, bevor man ein Fahrzeug verkauft, zahlt sich das Reparieren definitiv aus. Und das funktioniert mit allen Fahrzeugen auch. Den können wir jetzt mal reparieren, wenn wir wollen. Ja, 9.000. Zack. Wird abgebucht und ist repariert. Und wie gesagt, es ist eine Wertsteigerung. Also gar nicht so eine schlechte Idee. Finde ich relativ cool und auch gut umgesetzt. Und das Ganze sogar logfehlerfrei. Also echt eine geile Sache. Der Mod zahlt sich auf alle Fälle aus, dass man den nützt. Ja, in diesem Sinne, alles reparieren und wir sehen uns. Haut rein.